Recht herzlich willkommen zur 78. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, letztes Mal waren wir hier unten noch am Gucken, da war ja irgendwie schon wieder das Land befreit oder was, aber da stehen nur noch Truppen dran, Rebellen. Naja, aber das war halt die Geschichte, wo wir gesehen hatten, dass Österreich das unterstützen würde und wir dann alt aussehen würden, wenn wir das angreifen würden. Ich weiß gar nicht, hat man Normandie bzw. Frankreich geschaut, ob da was ist? Oh, da sind ganz viele Gegner dann. Und der Osmaner auch. Ach ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal geschaut, ne? Österreich wird uns hier allerdings unterstützen. Was ist denn mit Burgund? Wie sieht's denn da aus? Haben wir da geguckt? Hm, Österreich wäre dann nicht dabei, aber auf keiner Seite. Und die Kleinen hier, Brandenburg ist noch größer. Naja, das würde auch nicht funktionieren. Wie ist es hier? Das ist schon Heiliges Römisches Reich. Das wäre dann fatal. Und das auch. Ja, das ist dann schon schlecht. Das haben schon dann andere. Also das wäre schon erübrigt sozusagen. Portugal. Wie sieht das eigentlich Portugal aus? Krieg erklären. Kastilien, Frankreich und Ragusa wären dabei. Und wir hätten keine Unterstützung groß. Wir sind so schwach. Ja gut, lass mal weiterlaufen auf jeden Fall. Ja, wir können hier ein paar Kolonien noch kriegen oder so alles, ne? Und da sind wir da oben und da unten weiter. Aha, interne Konflikte, alles klar. Da müssen wir das hier noch kriegen, wo wir schon kurz davor sind. Und das dauert noch länger, ne? Obwohl, das ist auch schon flott unterwegs. Naja. Ja, hier kriegen wir dann Makua als nächstes, ne? Wenn das fertig ist. Gut. Und dann... Ist Neufundland ganz schön groß, ne? Und wir sind immer noch so ein furzkleines Land hier. Was sind hier mit Dingen zum Diplomatie? Krieg erklären. Bretagne ist dabei, Aragon ist dabei und Aachen. Und wir hätten Österreich und Holland, ne? Holland, das können wir mal knapp vergessen, ne? Die bringen so gut wie gar nichts da. Ja, was machst du jetzt hier, ne? Das ist die Frage. Hier ist Aragon sogar. Krass, oder? Und Florenz ist da. Und das war mal die Provence. Das ist jetzt Forzara. Ferrara, nicht Forzara. Forzara war unser Global Spaceman, ne? Ja, da hast du alle auf der falschen Seite, bis auf Österreich, ne? Die würden natürlich sofort da einsteigen. Ja, das ist schlecht. Wer ist das da? Ragusa. Ja, akzeptieren, verlieren Prestige und ruhen global 2%. Machen wir das. Ragusa wäre mit wem hier? Portugal und Österreich hätten die auf ihrer Seite. Also kannst du es auch schon wieder knicken. Hier, da hast du sofort Unterstützung wahrscheinlich, ne? Weil die Franzosen sind ja mit denen verbündet, ne? Mali. Holland und Österreich dabei, Skandinavien nicht. Das ist ja schade, ne? Ja, und hier unten hätten wir hier noch... Oh, was ist das denn hier? Wer besitzt denn hier die Kastilien? Ist das doch, ne? Ja, und wer ist besetzt das? Besetzt durch... Arcanti, okay. Fetischistisch, interessant. Okay. Die haben das alles besetzt. Sehr interessant. Wer ist das? Zazau. Interessant. Achso, hier oben können wir noch was bauen. Gucken wir uns das mal hier so ein bisschen an. Zweier ging noch. Und hier können wir jetzt was investieren. Metallurgie. Und gleich kommt hier auch noch das dazu. Einen dicken, fetten Mörser können wir jetzt machen. Und... Technobot... Ah, super. Und da ist der nächste gleich fertig hier. Zack. Große Fregatte. Und der Ostindienfahrer. Okay. Und hier können wir neue Einheiten ausheben dann irgendwo. Nur die Frage, wo, ne? War das hier?
Linieninfanterie. Kalorien. Grenzinfanterie. Defensivmoral, Offensivmoral. Spricht also dafür, dass wir das machen, aber das war es nicht, weil das da oben noch immer ist. Oder es sind mehrere. Die Dragone hier zum Beispiel, ne? Das hört sich gut an, nehmen wir. Achso, wir hatten den Mörser gemacht, deswegen ging das hier dann. Ja, okay, dann ist das jetzt weg. Alles klar. So, was haben wir hier? Neufundland, 10 Prestige. Eine neue Siedlung, wunderbar. Sehr gut. Hier haben wir noch was. Gegen Chugatoy oder ähnlich. Toy. Können wir hier einmachen. Wunderbar. Weg. Heretiker. Oh, Prestige. Ne, dann nehme ich das Prestige natürlich. Jetzt können wir hier hinten wieder eine Provinz machen, glaube ich. Wo war das jetzt? Ja, genau. Und da senden wir den hin. Okay. Makua. Und ist hier. Oh, ist auch gleich fertig. Ja, ist dann zu überlegen, ob wir hochgehen oder... Gute Frage, ne? Der ist bestimmt hier mit unseren Truppen unterwegs, ne, oder? Anführer, ja, siehst du. Ja, wunderbar. Den nehmen wir auch. Und was hatte der? Moral? Ne, Manöver, nicht Moral 4. Okay. Da gibt's einen Kriegsgrund. So, das ist aber... Ja, das ist eine Armee, okay. Da geht das gleich rot, oder? Wann ist denn der da? 190 Tage von da nach da, ne? Das ist der Hammer, oder? Der ist ganz über England, taucht nicht, ne? Kolonie selbst erhalten und Prestige gibt's da auch ein Plus zu. Was war das jetzt? Ich wollte doch hier in Maurua. Warum ist das jetzt hier? Und das wird jetzt rot. Aber ich wollte hier. Boah. Und da sende ich den zweiten jetzt hin. Ist das dann automatisch? Verstehe ich jetzt nicht. Ist halt so. Der fährt da jetzt hin in 297 Tagen. Hier unten ist schon einer, ne? Ne, der braucht noch 80 Tage rundweg. Wir können schon wieder irgendwas investieren. Und zwar hier. Rodung. Läuft, ne? 5% mehr. Da machen wir auch noch ein bisschen. Ja, Geld spielt keine Rolle, oder wie ist das? So, weil das müssen wir machen, damit wir irgendwo auch expandieren da. Von Britannia beansprucht, das ist aber sowas von egal. Das ist Red Lake und gehört uns. Red sagt schon alles, oder? Da kriegen wir Kohle. Okay. Aber dafür nehmen wir Steuereinnahmen. Stabilität können wir gebrauchen. Machen wir so. So, was gibt's denn hier? Warte mal, da machen wir jetzt mal eine Pause. Da müssen wir ein bisschen was lesen. Ach so, das hier oben können wir sofort machen, wa? Ach, da verlieren wir dann Stabilität. 3 Stabilität. Stabilität.
Nee, das ist. Die Bürger unserer Regierung nun in Würgegriff. Okay. Das könnte ich sofort machen, aber dann verliert 3 Stibri. Das würde minus 2 sein. Verlieren Grundsteuer, warum sollte ich das tun? So, was haben wir hier? Macht müssen wir eine Flotte unterhalten, die stark genug ist. Ja, super. Ja, das können wir. Ein weiser Prinz muss einige Regeln beachten. Achso, wir lesen mal besser hier weiter, ne? Kriegen wir Prestige für, wenn wir die Kohle haben. Ja, zack. Das ist ja nicht schwer, ne? Geld geht ja, oder? Hatten wir auf jeden Fall, ne? 18 Zuck. Da müssen wir jetzt abwarten, bis wir so viel Geld zusammen haben. Da können wir das natürlich nicht machen, ne? Aber läuft. Vaterplatz ist frei, ist auch klar. Achso, machen wir eine Pause raus, sonst kommt auch kein Geld rein, ne? Nationale Entscheidung verfügbar. Ach so, das war das hier, ne? Verlieren Stabi. Verlieren die Grundsteuer in London. Wofür soll das gut sein? Wenn ich das ja mache. Oh. Das hat bestimmt eine tiefere Bedeutung, ne? Die Bürger beschränken. Was ist der positive Aspekt da dran? Keine Ahnung, ne? Da gibt's Bevölkerung. Das war hier oben, ne? Churchill, okay. Da kann man sich dann auch nicht weiter ausbreiten, weil da Ödland ist dann. Da ist dann Sabbat. Das heißt, wir gehen hier weiter. Da ist auch noch Ödland, das geht. Dann da, da. Ja, und dann sind wir schon hier bei dem Kalifornien. Agent entdeckt, auch schön. Ja, lassen wir so, ne? Beziehungsweise machen dann weiter. Gut. Kohle 206, irgendwas bei 600 brauchten wir. Naja, da müssen wir noch ein bisschen warten, bis das Geld zusammen ist. Läuft aber. So. Nur was machen wir jetzt hier, ne? Sind die schon böse oder besser, dass wir andere mit denen böse sind? Nö. Franzose böse. Oh, Osmanisches Reich wird nicht mitmachen. Österreich wird bei uns mitmachen, wenn wir Frankreich angreifen. Aber die sind noch. Hier unten, was machen die? Sind die hier am Dingens? Oh, besetzt durch Frankreich. Die sind gerade finanziell wohl gut drauf und so truppenmäßig, dass die hier Aragon angreifen können. Und das hier ist Portugal, oder was? Ja. Aragon bricht gerade zusammen, oder was? Wenn wir den Krieg erklären, dann wäre Aachen nicht dabei und Holland bei uns. Also das würde auch nichts bringen. Tja. Oh. Ja, Stabilität verloren.
Regentschaftsrat hätte sie sowieso gerade nichts zu machen, weil wir wieder keinen Nachfolger haben. Beziehungsweise, vielleicht haben wir einen Nachfolger, der aber zu jung ist, ne? Das ist aber nicht unser Königreich. Ja, jetzt müssten wir wieder an unser Königreich kommen, ne? Ärmelkanal, achso, das ist das. Ne, da wollen wir gar nicht hin. Agent entdeckt. So, jetzt sind wir bei uns. Wir müssen dahin und der ist erst 7, das ist das Problem, alles klar. Und der Regentschaftsrat werkelt. Hälfte haben wir ungefähr, um die Mission abzuschließen. Ja, und dann? Was dann? Gute Frage, ne? Ja, eigentlich sind wir jetzt so, nicht gut unterwegs, ne? Und das, oh, ein Ruf zu den Waffen. Das ist nicht schön. Das Land Österreich, unser treuer Verhinderer, fordert eure Unterstützung im Krieg. Österreichischer imperialistischer Krieg gegen Polen-Litauen. Gegen Polen-Litauen an. Okay. Das ist ein Angriffskrieg. Polen-Litauen ist alliiert mit Skandinavien, Lüttich und Das hört sich nicht gut an, ne? Skandinavien ist mit uns auch unterwegs. Lüttich und Persien, das wäre wahrscheinlich eher weniger das Problem. Dargestellt als Pop-up. Was ist das? Das, guck dir das an, das ist Polen-Litauen, die sind riesengroß. Die Österreicher machen da gerade Batz. 60, 39 und 56. Und dagegen steht natürlich auch hier die 68 von Skandinavien. Und da sind auch noch welche. Wie würde sich Skandinavien uns gegenüber dann verhalten? Wir sind doch mit denen verbündet. Ja, das ist jetzt ärgerlich, ne? Ja. Da verlieren wir 25 Prestige, wenn wir ablehnen. Wisst ihr was? Das ist ja ziemlich langweilig, wenn wir nichts machen. Deswegen nehmen wir das an und kämpfen mit den Herrschaften. Jetzt ist nur die Frage, das ist einer unserer Verbündeten. Ja, Skandinavien wird uns nicht angreifen. Jetzt ist nur die Frage, wer greift hier wen an, ne? Puh. Finden uns jetzt im Krieg mit Polen, Litauen, Lüttich und Persien. Lüttich haben wir hier, ne? Oh. Dann müssten wir ja nur gucken, dass wir hier irgendwie durchkommen, ne? Holland, wer unser Verbündeter ist, da, aber da... Ja. Anspruch können wir da sogar fingieren. Guck an, guck an. Calais und Picardie. Ja, Calais... Zack. Und ist okay. Und dann können wir noch einen machen. Dann nehmen wir die Picardie natürlich auch noch mit, ne? Ja, und dann noch Militärzugang. Das geht jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ne? Ja, Militärzugang gewähren ist nicht, ne? An Lüttich kommen wir nicht dann da dran, oder wie sehe ich das? Die gewähren uns auch keinen Militärzugang. Was macht Kleve? Auch nicht. Lüttich hat's gut, ne? Da kommen wir nicht hin. So. Ja, was machen wir dann? Warten, bis die nächste Folge kommt, würde ich mal sagen, ne? Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.